So, wieder 7 Uhr, die Zeit brauchen wir. Mach das, Anja, mach das. Orders, print all. Party Partybits für den Hype-Train. Ja, Mann, Kay, dankeschön. So, Keyboard und Maus. Zack. Ich habe nichts bestellt. Ihr wisst, was das heißt. Ich habe nichts bestellt beim letzten Mal. Oh nein! Unsere Regale sind fast leer. Naja, nicht fast, aber... Das kriegen wir doch noch alles trotzdem geregelt, oder? Mahlzeit Bille! Hallöchen! Na? Bist du auch am Frieren? Oder geht's? Und die kleine Mausi wahrscheinlich heute früh gut eingepackt, hä? Wenn ich mich jetzt nicht bewege, verschickt sie mich dann auch. Ja, kommt drauf an. Kommt drauf an. Entweder verschicke ich dich auch, Bound Brick, oder ich will dich lieber behalten. Das entscheide ich dann spontan. So, kleine Pakete. Und weiter geht's. Nochmal eine Maus und eine Digitalkamera. Die sollte eigentlich hier reinpassen. Dafür brauchen wir ein großes Paket. Und nochmal ein iPhone und eine Digitalkamera. Sollte eigentlich hier reingehen. So. Oh ja. Ziemlich frostig, ne? Oha. Ja. Und eine Digitalkamera. Wo ist sie denn da? Klappe zu. Dann haben wir ein Keyboard. Und eine Digitalkamera. Oh, das ist echt, ne? Also man muss sich dann... Ach so, das sind kleine Pakete. Man muss sich das echt überlegen. Wie wir das dann irgendwann dann später machen, wenn wirklich noch mehr hinzukommen sollte. Das ist eigentlich von Duellspielern eine sehr gute Geschichte, dass man dann einfach sagt, man macht vielleicht, dass du nicht alles die Inventur hast. Man macht es irgendwie anders, ne? Mit so einer Inventurliste am besten, ja. Ist eigentlich keine schlechte Idee. Tut, tut! Hype Train ist vorbei! Oh, large. Gucken, ob wir das schaffen bis dahin. So, und damit vielen lieben Dank an alle, die mitgemacht haben beim Hype Train. Für 7 Gifted-Subs und 360 Bits. Mega! Dankeschön! Eine Maus. Eine Maus. So, nochmal ein Keyboard. Oh, das wird eine Großbestellung geben hier das nächste Mal. Jetzt haben sie uns das aber ganz schön leer gekauft. Und viel Spaß mit euren neuen Emotes. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Ich frage auch gerade, was ist denn das für ein Emote? Das kann ich gar nicht erkennen. Nochmal ein Keyboard. Ich mag die großen Kisten, da muss ich nicht gucken, dass das auch alles irgendwie da reingeht. Und nochmal eine Digitalkamera. Das kannst du einfach reinfallen lassen und gut ist, gell? So, nächstes. Oh Gott. Hoffentlich kriege ich immer das noch hin hier. Die wollten aber ganz schön viel von uns. Was denn jetzt? Wo ist das Paket jetzt hin? Ach, da oben. Oh, Entschuldigung. So. Maus, RAM und Phone.
muss ich auch ins Large tun. Das passt nicht ins Medium rein. Und das ist auch noch immer Large. Ich meine, umso gut für uns, weil das gibt halt richtig viel Kohle, aber trotzdem, gell? So. Schwarze Maus. Und noch immer eine. Einen wunderschönen John wünsche ich dir auch. Hallöchen. Na? Alles klar. Noch immer RAM und noch immer ein Phone, bitte. Sehr gut. Und jetzt auch noch einmal ein Mäuschen. Dann noch einmal ein Keyboard. Oh, jetzt müssen wir aber. Jetzt gibt es eine Großbestellung das nächste Mal, sage ich euch. Jetzt gibt es Rambazamba in der Pampa. Und noch einmal ein Phone. Da haben wir noch welche liegen. Jetzt dürfen die Leute nicht mehr so viel bei uns kaufen. Jetzt wird es langsam kritisch. Ah, die haben wir schon auf der Hand. Maus und Digitalkamera, die kriegen wir in die mittlere Box. So. Und der Paddel ist ja auch am Start. Guten Tag. So, vom Einkaufen zurück. Nun kann ich bis 2022 keine Menschen mehr sehen. Echt verrückt, was da los ist. Oh nein. Ich habe jetzt schon wieder Angst. Ich müsste ja eigentlich noch einmal los. Wegen Kleinigkeiten. Das ist ja dann immer noch das Bekloppteste. So. Super. Oh. Nur Verrückte draußen. Na toll. Da freue ich mich ja schon. Oh Gott. Und das, was ich möchte, das muss ich halt abholen persönlich, weißt du? Das kann ich nicht. Das kann ich nie bestellen oder sonst irgendwas. Ich müsste halt echt noch einmal raus. Gibt doch noch genug Verpackungsmaterial. Da freut man sich doch noch über mehr Blubbels zum Kaputtdrücken. Ja, Mann. Huch. Aber ich krieg diese Blubbels gar nicht mehr. Da ist ja Plastik dran am Ron, ne? Diese Blubbels gibt's doch gar nicht mehr, soweit ich weiß, oder? Oder gibt's die noch? Also ich krieg immer, bei mir wird immer ein Papier eingepackt. Bei mir gibt's diese Blubbels gar nicht mehr. Oh, Anja. Sorry, dass jetzt erst da, habe mir den Stress angetan und war noch einkaufen. Oh, du auch, John. Schick die Kinder einkaufen. Ja, nee, das muss ich persönlich abholen. Oh, Mist, ey. Hallo, Pulsar, guten Morgen. Hauptsache Bubbles. Ich habe noch 50 Meter Bubbles hier. Soll ich dir ein Bubbelpaket machen, Chefin? Die gibt es noch, aber die hauen da jetzt immer mehr Papier rein. Oder die nehmen die größeren Kissen davon, wo es nicht mehr richtig Blob macht. Oha. Nee, ich habe schon lange nichts mehr Blob gehört. Und nochmal an alle, die da sind. Stammtisch und John. Prost. Klong. Ich habe bei meinem letzten Paket nicht mal wieder die tolle Knallfolie bekommen. Ein Spaß für die ganze Familie, diese Lufttaschenpolsterfolie. Also, ja, bei manchen kriegst du es noch. Aber bei Amazon zum Beispiel, glaube ich, die machen das nicht mehr. Deswegen, wann habe ich das letzte Mal Blubbel gemacht? Da habe ich nur noch Papier drin. Oh, jetzt sind schon 13 Pakete, Leute. War vorhin Kinderwunsch kaufen für heute. Nachher kippe ich Amaretto oder Rum rein. Gwen. Nee, oder? Wie geil.
Brustellenspieler! Anja! Für dich mache ich nochmal den Gong rein hier. Für Anja ertönt gleich der Gong. Luftpolsterfolie hatte ich der Chefin damals mitgeschickt, dachte ich. Ja, ich glaube auch, Paddel. Aber das ist doch schon wieder ewig her. So, jetzt müssen wir Inventur machen, Leute. Jetzt hilft alles nichts. Oh Gott. Ich trinke nicht so gerne Glühwein, aber Kinderpunsch mit Schuss ist mega. Oh, das muss ich aber auch mal ausprobieren. Ich hätte schon nach 5 Paketen die Nase voll. Oha! Wir hatten letztes Jahr mal ein großes Paket bekommen und da waren so grob 3 Quadratmeter Bubbles dabei. Oh Gott, oh Gott. Ich freue mich immer, wenn bei uns auf Arbeit Lieferung kommt, da ist auch Popfolie drin. Ich sehe es richtig, wie ihr alle da sitzt und da reindrückt, ey. 2, 4, 6, 8. 8. 1, 2, 3. Achso, nee, 8. 8, 11. Oh Gott. 12. 13, 14, 15. Wir machen 15, ne? Keyboards. Hammer 2, 4, 5. Nee, Quatsch, stimmt nicht. 2, 4, 6, 8. Also da brauchen wir auch auf alle Fälle 8. Ja. Dann weiße Mäuse. Hallo Jana, moin. Drauftrampeln. Ich finde das mit den Fingern immer so schön. Ich habe in der Bäckerei keine Bubbles, nee. Nee, das glaube ich dir. Aber ihr verschickt auch nicht so viel, Nadine, oder? Wie ist das bei euch? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Im Moment stimmt das ja von den Orten, ne? Was wir hier haben. Aber es stimmt nicht immer. Man kann sich darauf nicht verlassen. 3, 4, 5, 6, 7. Siehst du, das stimmt nämlich jetzt hier nicht, ne? Doch, da stimmt es auch wieder. 8, 9, 10, 11, 12. Und dann noch das iPhone oder Elfon. Ach, mit dem LKW. Kommt auf die Form an, ja, das stimmt, Jana. 2, 4, 6, 8, 8. Phone. Stimmt auch wieder. 9, 10, 11, 12. So, und Digitalkameras? Haben wir nur noch 4 oder was? Stimmt das auch? Diesmal hat alles gestimmt hier unten mit Ort, ne? Ach, kann das sein? Ich glaube, ich weiß warum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich glaube, ich weiß warum. Ich glaube, ich weiß warum. Und ich muss mal kurz beim Karl einkaufen gehen. Hier beim Hitman und beim Karl. Weil die Bestellung, die kommt ja erst nach 12 Stunden. Nicht, dass die uns den Laden leer kaufen, weißt du? Das wäre schlecht, wenn wir nicht liefern können. So. Alter, da ist schon wieder voll die Bestellung reingegangen. So, wir gucken noch mal, ob da irgendwas geht mit dem Schlafen.
Ja, 520. Brauchen wir. Brauchen wir. Dann machen wir das nochmal. Und dann machen wir noch... Bei New Shelves brauchen wir nicht. Dann probieren wir das dann nochmal mit New Items aus, ne? Aber jetzt nicht. Ich will ein bisschen Geld sparen. Wir müssen rechtzeitig aus dem Bett raus, Leute. 7 Uhr. Weil es sind super viele Bestellungen angekommen. So. Da nehme ich lieber ein großes Paket, bevor es am Ende nicht reinpasst. Nehme ein großes Paket. So, Klappe auf und hoffen, dass eventuell dann doch nicht so viel bestellt wird. Aber ich glaube, wir sind ganz schön in der Not. Oh, warte mal, da ist ja noch mal ein Paket gekommen. Ha! Wir sind am Start, wir sind wieder am Start. Hat alles geklappt? Hat alles geklappt. Wir sind wieder am Start. So, Digitalkamera. Zack, Klappe zu. Mega. Kannst du gleich hier aufladen. Super. So. Die Maus, die 100. Vor allem 100, die 54. Dann haben wir. Da habe ich jetzt noch nichts reingetan, gell? Auch wieder die schwarze Maus. Und das Keyboard. Und auch noch einmal die Digitalkamera. Ich mag ja solche Rödelspiele total, gell? Ich find's geil. So, das wisst ihr ja schon. Maus, RAM und auch noch ein Keyboard. So, die weiße Maus bitte. Dann haben wir ein RAM. Ich habe schon Hubwagen schon, ja. Und es ist anscheinend noch nicht das Letzte, was wir haben werden. Ich bin gespannt, was da noch reinkommt. Zuerst hatten wir ja so eine Sackkarre gehabt, jetzt haben wir einen Hubwagen. Ich weiß nicht, wie man es am besten noch macht. Was noch krasser sein könnte als das. Ich bin gespannt, was wir noch reinkriegen. So, dann haben wir hier noch ein Mäuschen. Für das Keyboard brauchen wir ein mittleres Paket. Und für Maus und Keyboard brauchen wir auch ein mittleres Paket. Oh ja, nochmal Prost! Vor lauter Pakete packen, oder? Fuchsgang, würde ich auch sagen. Fuchsgang, Gwen und John, Prost! Stammtisch! Klong. So viel Zeit muss sein! Wollt ihr sie ertränken? Ein Stapler-Duellspieler. Aber im Haus? Das wird ja auch eine interessante Erfahrung werden. Ich meine, wir sind halt nicht in einem Lagerhaus, sondern wir sind halt in unserem Wohnhaus, ne? Das wird, wie gesagt, eine interessante Erfahrung werden. So, und dann haben wir hier noch ein Keyboard. So, das ist leer, das Regal. Ein Keyboard und noch eine schwarze Maus. Hallo Max, servus. Na, alles klar. Keyboard und RAM.
Und noch eine Maus, mein Freund. Ja, paddel doppelt gemoppelt, Hallo zu sagen, hält besser, weißt du Bescheid. Weißt du Bescheid. So, RAM und Digitalkamera. Schön da rein. So, beiseite schaffen. Dann haben wir noch ein Keyboard. Also unser Online-Shop geht, glaube ich, ganz gut, gell? Die Leute kaufen ganz schön ein. Die sehen unsere Bewertung. Da sagen sie, ja, die sind zuverlässig, die nehmen. Die wissen, unser Service ist einwandfrei. Nur 9 negative Bewertungen. Aber da waren wir ja noch relativ frisch am Start, von daher sind sie schon ganz nett zu uns, würde ich sagen. Gell? Der hängen geblieben hier. Sind schon ganz nett zu uns, die Leute, gell? Ist alles in Ordnung. Sehr gut, Max. Ja, Mann. So muss das sein. Außer, dass es sehr wahrscheinlich bei dir auch arschkalt ist, aber das ist ja nicht schlimm, gell? Es muss halt auch immer kalt sein. So. Dann sind wir es. Ach so, erst mal die Tür aufmachen, gell? Plus und Plus ergibt Minus. Ach, Paddel. Sei doch nicht so negativ. Ach, hätte ich da jetzt auch einfach drauf fahren können? Nee, ne? Ist okay so, gell? Finde ich auch. Es muss auch mal arschkalt sein. Wenn ich jetzt hier so mache? Nee, geht leider nicht. Geht leider nicht. Nee, schade. Dass ich das aufschieb. Geht nicht. Schade. So. Ist wieder deprimiert. Naja, die Liebe ist heute nicht so groß. He? Wird noch ein bisschen gespart für Weihnachten mit der Liebe. Was ist eine Holodeck-Technologie? Ach so, die Holodeck-Technologie. Ja, 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 Max. Oh, das wäre nicht schlecht. Ja. Wenn es gerade toll ist, ich bin da mal weg, wünsche euch noch viel Spaß und frohe Weihnachten. Alle kann man morgen nett gucken. Bis zum nächsten Mal. Lina, ich wünsche dir auch eine wunderschöne gute Nacht. Wunderschöne gute Nacht. Ich wünsche dir wunderschöne Weihnachten. Wunderschöne Weihnachten. Wunderschöne Feiertage. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, Lina. Tschüssi. Schlaf schön. Schlaf schön. Nee, mit dem Hubwagen kann ich leider nicht in den LKW fahren, Nadine. Das war das Erste, was wir ausprobiert haben, warum da diese Flecken sind, ob du da vielleicht reinfahren kannst. Aber das ist nur zum Pakete reinschmeißen gedacht. Ja. Oh Gott. Es lieber vorher wissen, bevor man es gar nicht weiß. Richtig. Richtig, Jens, da hast du es sehr gut. Gute Nacht, Sherwin. Ja. Auch schlafen geht immer, Gwen. Schlafen geht immer. Essen und schlafen geht immer. Und 46%, Kate. Ja, fast. Es ist ja fast 50. Wir runden einfach auf, Kate. Und wenn es fast 50 ist, ist es ja schon wieder 100. Essen und schlafen, ja.
schön. Guten Abend. Ich wünsche euch jetzt nicht schöne Weihnachten, sondern ich wünsche euch einfach allen eine gute Nacht. Ach ja, Lachen ist gesund, Leute. Ihr wisst ja, einmal am Tag wird gelacht. Not one apple a day takes the doctor away, sondern one laugh. Verstehst du? Sag mal jetzt 13 Geschenke. Geschenke. Vor allem Geschenke. Puh. So, dann gucken wir mal. Ah nee, ich will ja erstmal was bestellen. Mach schon mal das Bett klar, ja. Puh. Oh, Promo. Die Kamera hat Promo. Sind es jetzt wirklich 15? Soll ich denen das glauben? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ja, es stimmt. Von der Menge her stimmt es. Und ich kann euch auch sagen, warum. Weil jetzt alle Pakete ausgepackt sind. So, 15. Dann nehme ich doch mal 5. Oder 10. Wenn es eine Promo ist, verstehst? So, dann nehme ich hiervon 2. Hiervon. Und hiervon. So. Ah, nee, warte mal. Ich wollte noch mal bei Upgrades gucken, ne? New Items, $350, das machen wir. Also Padeliserie sagt mir auch nichts. Ich habe aber vom Frank noch eine schöne Serie empfohlen bekommen, da müssen wir mal gucken. Aha, jetzt kommt's, Monitor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Create Auction. Monitor. Createn. So. Die können wir schon mal printen. Was für ein Käse hole ich für Käsefondue? Soweit ich weiß, Nadine, sind das verschiedene Käsesorten, die du da benutzen musst. Ich glaube, 3 oder 4 Käsesorten benutzt man da normalerweise, oder? Ich habe das aber schon lange nicht mehr gemacht und gegessen. Deswegen kann ich das jetzt gerade gar nicht sagen. So, einmal eine Maus. Und einmal noch ein RAM. Und dann können wir Penne. Nee, können wir nicht. Ich würde gerne noch mal gucken bei Upgrades. Ja, genau. Genau, Nadine. Das wäre das Beste, genau. Gleich an der Theke nachfragen, die wissen das. Aber da gibt es auch, glaube ich, Unterschiede. Oder? Wie, also je ne? Extremer vom Geschmack oder so vielleicht auch. Aber normalerweise sind das, glaube ich, 3 Käsesorten. Es ist nicht Gruyère, Gouda und noch irgendwie sowas. Richtig, Karatefilme mag ich eigentlich nicht so. Aber Jean-Claude Van Damme konnte ich mir damals angucken, ja. Ja. Raclette. Auch geil. Vielleicht machen wir doch mal wieder Raclette an Silvester, Jens. Was sagst du dazu? Okay. Hab halt nur normalen Fondue-Topf, will dieses Jahr Silvester aber Käsefondue machen. Ja, stimmt, da gibt es ja so extra Käsefondue-Töpfe, ne? Ja, ja. Ja, Käsefondue ist auch sehr lecker. Vor allem, da wird man halt auch schnell satt, ne, Nadine?
Silvester fällt aus, darf eh nicht geböllert werden. Ja, so, bei mir geht es ja nicht ums Böllern, bei mir geht es ums Essen und Trinken an Silvester. Ich weiß ja nie, wie es bei dir ist. Aber ich habe keine Lust, in der Kälte sowieso rauszugehen. Ich lasse immer gerne böllern. Ja. Ich mag diese alten Kung-Fu-Filme, die so übertrieben sind. Und die Leute gefühlt 12 Kilometer hochspringen können. Geil. Ich spare noch mal. Wir lassen das mal. Wir gehen lieber schlafen. Vielleicht sind wir ja morgen endlich schon mal ausgeruht.